Zürichern erwartet in den nächsten Monaten eine riesige Baustelle. Und zwar wegen dem Doppelspurausbau von der BLT-Tramlinie 1017 beim Spiesshöfli. Für das muss der Tramlinien entlang eine ganze Häuserzeile abgerissen werden, damit die Tramstrecke auf einer Länge von 350 Meter auf zwei Spuren kann ausgebaut werden. Wie Gemeinde-TV Binnigen weiss, hat Basel Landtransport AG BLT in diesen Tagen auch noch die beiden letzten Einsprüche können bereinigen, respektive sich mit den entsprechenden Parteien können einigen, sodass in den nächsten Monaten mit den umfangreichen Vorbereitungs- und dann mit den Bauarbeiten kann angefangen werden. Das Projekt soll rund 37,5 Millionen Franken kosten, von denen der Bund 8 Millionen übernimmt. Der Rest tragen der Kanton Basel-Land und BLT, Gemeinde Binnigen, beteiligt sich mit rund 225'000 Franken. Das Projekt Doppelspur Spiesshöfli hebt den risikobehafteten Flaschenhals im kantonalen öffentlichen Verkehr auf, steigert die Sicherheit und verbessert die Infrastruktur im gesamten Verkehrsraum zwischen der Gora-Mattkreuzung und dem Schloss Binnigen. Und, wenn alles nach Plan läuft, dürfte das Bauprojekt Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Informationsoben vom Verein Friedensbruck zum Ukraine-Konflikt war sehr stimmig und gut besucht. Es hat im Kronematzsaal sogar zusätzliche Bestuhlung gebraucht. Uns Schülerinnen in unserer Steiner Schule ist es uns sehr am Herzen, jetzt probieren zu helfen, die Schüler, die in unsere Schule kommen, zu unterstützen. Zum Beispiel auch mit Kleiderspenden, die wir jetzt uns in der Oberstufe probieren zu organisieren gemeinsam. Ich habe hier oben sehr schön empfunden und es ist ein herzliches Wort gsi, wo von verschiedenen Menschen gesprochen worden ist, wo sehr gut getan hat. Ist da spannend, erstens mal, dass so viele Leute gekommen sind, finde ich toll. Zweitens muss ich hier noch unseren Gemeindepräsidenten Grenzle winden. Der hat das ausgezeichnet eingeführt und auch die Möglichkeiten der Gemeinde dargestellt. Und dann sind zwei Punkte, die heute aufgefallen sind. Das eine ist der Referent, Herr Schischkin, der uns zeigt, wie es ist und wie es hat können sein und wie es geworden ist, dank zum Teil unserem schlechten Verhältnis und unsere Aktivitäten, die vielleicht nicht gerade so geholfen haben, den Krieg zu verhindern. Und das Zweite ist, dass wir heute dann direkt in die Ukraine schauen können, zwei Personen mit ihnen reden, die uns erzählt haben, sur place, wie sie das erleben. Der Verein Friedensbruck ist vor rund 30 Jahren im Kontext des Balkankriegs gegründet worden. Also meine Idee war auch vor zwei Wochen, was kann ich machen mit meinen Möglichkeiten. Und da ich schon ein paar Veranstaltungen organisiert habe, habe ich gedacht, jetzt machen wir eine. Und habe die Gemeinde gefragt und die haben gesagt, wir machen mit. Und dann habe ich meine Kolleginnen gefragt und gesagt, ich mache mit. Und die Musikschule hat mitgemacht und das war ganz toll gewesen. Und da ist auch oben rausgekommen. Mehrere musikalische Darbietungen von der Musikschule haben hervorragend gepasst, genauso wie die ökumenische Besinnung und die eindrückliche Videodirektschaltung in die Ukraine. Oh, we are still in shock and frustrated a lot. Yes. But it's okay, we are safe, but it's okay now. Dazu passend eindrückliche Worte vom russischen Schriftsteller Michael Schischkin. Können Sie sich vorstellen, was heißt das, jetzt in diesen Tagen Russe zu sein? Können Sie sich vorstellen, dass die Schweizer Soldaten Städte bombardieren, auf Kinder schießen? Sie müssen sich das nicht vorstellen, um Gottes Willen. Und der Herr hier hat sich schon selber in der Hilfe eingebracht.
sind weit weg, wir sind bescheiden und können eigentlich materiell helfen mit Geld. Wir können Material, Kleider, gewisse Sachen mitgeben an Leute, die wir kennen, die in die Ukraine gereist sind. Das haben wir schon positiv gefunden. Damit man auch weiss, wohin unsere Spenden gehen, haben wir auch heute hier oben wieder gehabt, wo man viel gesehen hat und gehört hat, dass die Verbindungen eben direkt gehen. Und durch das gibt uns das Sicherheit, die bisschen Hilfe doch können wirksam anwenden. Am Sonntagnachmittag, 3. April, kommt es im Ortsmuseum Binningen am Hollerein 20 zu einer Vernissage von einem Hörbuch. Und zwar wird das neue Hörbuch «Die Baselfahrt» von Jonas Breitenstein vorgestellt. In dieser behaglichen Erzählung geht es um den sogenannten Bottenwagen, also den Bus, der damals ein neues Verkehrsmittel zwischen Basel und den Baselbieter Dörfern dargestellt und für zahllose, lustige und spannende Geschichten gesorgt hat. Das Museum ist am Sonntag, 3. April, vom 2 bis 5 Uhr offen. Die Vernissage vor dem 2:30 Uhr. Anschliessend gibt es ein Apéro. Der Eintritt ist frei.